Hallo, mein Name ist Balu. Fanabi ist viel besser. Fanabi hat ein sehr atmosphärisches Video. Fanabis Delivery ist hier so viel besser. Fanabis Text ist viel anspruchsvoller. Fanabis Mund ist einfach in allen Aspekten besser. Das ist euer Nicht-Hip-Hop-Beat. Slash gegen Noble Chap. Okay. Mann, gib mir Props, dein Rap hat cool geklang. Und ich nur so, es heißt geklungen. Ich hab kein Flamingo, das ist vollkommen true. Doch Baloo, du hast gar keine tollkühne Crew. Seht es leider Schwachsinn, ja, ich hab ihn auch besiegt. Bringst du auch dieselbe Taktik oder warum bist du ihn? Denkst an Wandelbass, weil ich Turniere meisterhaft gewinne. Willst in meiner Sprache sprechen, aber scheiterst dann in Silben. Wenn Baloo mich dick nennt, ist das 100-mal so super smart wie Kiloa. Der meint, ich klänge so, als ob ich Schnupfen hab. Ihr sagt, ich wär unbeliebt, doch zeigt dauernd die Runde, die mich zeigt, wie ich mit vielen meiner Freunde in der Gruppe chill. Ingo ist der Bringer, denn ich gewinne immer. Ich seh aus wie Timetic, meinst du King-Final-Gewinner? Maxi-Fanboys haben das hier bereut, aber jetzt ist es leider zu spät. Wenn ihr schlau sein wollt, so ne Angriffsfläche macht, zeigt das nur, dass ihr nicht schlau seid und nie Klassensprecher wart. Ich mach's mir nicht an, selber zu sagen, ich sei schlau. Doch ihr zwei wollt nicht mal schlau sein und das sagt schon sehr viel aus. Ingo ist der Bringer, denn ich gewinne immer. Ich seh aus wie Timetic, meinst du King-Final-Gewinner? Maxi-Fanboys haben das hier bereut, aber jetzt ist es leider zu spät. Wollt mir das Streber-Image geben und da ist es ja nur logisch, dass ihr buchstäblich so an die 100-mal sagt, dass ich doof bin. Phenom ab mich, aber das kennst du nicht, weil du ne Memme bist und auf die Fresse kriegst. Als Jascha sich den ganzen Kopf gehalten hat, hab ich erzählt, wer außer mir im BRA mitmacht. Ich sprech die Namen meiner Gegner aus, wie sie es auch machen. Kick, Joint, Kyogre ist die richtige Aussprache. Gleichung geht nicht auf, das war ne hammergeile Standardline. Dein Crush ritzt in den Baum die Namen von sich und jemand anders ein. Ingo ist der Bringer, denn ich gewinne immer. Ich seh aus wie Timetic, mein du King-Final-Gewinner. Maxi-Fanboys haben das hier bereut, aber jetzt ist es leider zu spät. Das ist euer Kunstverständnis, ich bin etwas unterwältigt, dass die Scheiße die nur Kunst im Namen trägt. So wie Kunstdünger, ich werde zum Wutbürger, wenn ich den Part berappt, das überlasse ich Slash. Schön, dass ihr beschreibt, was ihr da neben Mango macht, aber ich sitze neben Mango und hab ich fucking Spaß, Alter, was ihr denn Tingo Tick und ein Streber, doch seid die peinlichsten Opfer, die ich je gesehen hab. Ihr wurdet immer angespuckt und ziemlich hart gemobbt, kaputt getreten und geschlagen, bis ihr auf dem Boden hockt und weint, warum ist denn nur das Leben so gemein? Die Parodie fast der fette AJ Mertens damit dick, Mann. Ich hab euch kein Wort verstanden, nein, das finde ich ziemlich mies, das einzig coole an der Runde war das Slash, dein Bier, krasses Finale, ihr kommt mit deinem, du bist doof, Part, genauso viel wie der fucking Rest aus sagt, Alter, was? Ich hab wohl nen fetten Bauch und sehe wie Timetic aus. Ey, wie geht diese Rechnung auf? Timetic ist der letzte Lauch. Ich glaub nicht, dass man dick wird, nur weil keiner einen mag. Aber da du mollig bist, ist da vielleicht ja etwas dran. Ingo ist der Bringer, denn ich gewinne immer. Ich seh aus wie Timetic, meinst du King-Final-Gewinner? Maxi-Fanboys haben das hier bereut, aber jetzt ist es leider zu spät. Ihr fliegt gegen Ingo, denn ihr seid nicht mein Niveau. Wer sich keine Mühe macht, der bringt die Hook ein fünftes Mal. Du Bastard, du Schlappschwanz, du Saftsack, du Faktor, du Kasper, du Abfall, du Schwachmat, du Lasker. Okay, der letzte war echt gemein, sorry. Bei meiner Top 5 hatte ich eine Vielzahl an Optionen, welche ich geben wollte. Bei mir hat die Top 5 dann Ingo belegt für eine sehr, sehr coole, knackige Runde mit geilem Ende und sehr, sehr süßen Lines. Ingo scheint wie ein unfassbar vielschichtiger Battle-Rapper, der wirklich gegen jeden Gegner etwas auspacken könnte.